Hey Leute, herzlich willkommen beim Crowdfunding für mein neues Album Echoes. Bei meinem zweiten Album gehe ich alles ein bisschen anders an als beim ersten. Ich mag auch die Idee, dass es sowas wie ein zweites Album gar nicht gibt, sondern dass man künstlerisch immer wieder bei Null anfängt, und das ist hier die Idee. Nicht nur gehen die Songs selbst zum größten Teil in eine neue Richtung, sondern auch der ganze Entstehungsprozess, die Umsetzung und die Menschen, die mit mir daran arbeiten, sind im Großen und Ganzen neu für mich. Und ich bin sehr gespannt auf das Endergebnis, so wie ihr hoffentlich auch. Ich habe im Vorfeld mit verschiedenen Musikern die neuen Songs gespielt, habe auch das ein oder andere neue Instrument dabei und habe mich schon lange mit der Vorproduktion von Demos auseinandergesetzt. Das ging eigentlich schon Ende 2015 los, also arbeite ich schon seit 3 Jahren daran. Am Ende ist es ganz einfach. Durch die Mitfinanzierung dieses Projektes ermöglicht ihr nicht nur, dass das Album auf eine Art und Weise entstehen kann, wie es der ursprünglichen Intention der Musik am nächsten kommt, sondern ihr ermöglicht mir auch einen großen Schritt in Richtung Unabhängigkeit in der Zukunft, damit es auch in den nächsten Jahren weiterhin Songs zu hören gibt, wo nicht nur Tom Klose draufsteht, sondern auch 100% Tom Klose drinsteckt. Mit anderen Worten, ihr investiert hier auch in meine berufliche Zukunft und ich bin euch dafür sehr, sehr dankbar. Leider ist das ein Luxus, den sich die meisten Berufsmusiker nicht leisten können, weil deren Geldgeber wie Labels oder Verlage verständlicherweise auf den kreativen Prozess Einfluss nehmen wollen und man so selbst als unabhängiger Indie-Künstler von gewissen Instanzen abhängig ist. Genau deswegen bin ich so ein großer Fan von Crowdfunding, weil man durch den direkten Kontakt zu den Fans der Musik dieses Abhängigkeitsverhältnis umgehen kann und am Ende die Möglichkeit hat, auf diesem Wege nicht nur das Geld, sondern indirekt auch die kreative Freiheit zu schaffen, die nötig ist, um kompromisslose, ehrliche Kunst zu machen. Worum geht es mir also bei diesem Album? Meine Grundmotivation ist und war schon immer, mein Bedürfnis nach künstlerischem Ausdruck und kreativer Entfaltung nachzukommen. Die Idee bei dieser Platte ist also mehr als je zuvor, eine Sammlung von Songs zu erschaffen, die eins zu eins dem entsprechen, was ich mir beim Schreiben der Songs vorgestellt habe, ohne zu viele Gedanken an Massentauglichkeit und allgemeine Hörgewohnheiten zu verschwenden. Deshalb mache ich diesmal so viel wie möglich selbst, unter anderem produziere und arrangiere ich das Album selbst und habe das Artwork für das Cover selbst entworfen und mit Hilfe meines Bruders umgesetzt. So möchte ich sicherstellen, dass diese Platte am Ende auch ein direktes Abbild von dem Menschen ist, dessen Namen da draufsteht. Das betrifft auch die Finanzierung, das Design, die Videos, die Promo und nicht zuletzt natürlich die Konzerte, die mir an meiner Arbeit nach wie vor am meisten Spaß machen. Für alle, die noch nicht wissen, wie Crowdfunding funktioniert, erkläre ich das nochmal kurz. Auf der rechten Seite findet ihr eine lange Liste von sogenannten Dankeschöns, die ihr euch aussuchen und käuflich erwerben könnt. Zum Beispiel die Vorbestellung des Albums auf CD und jetzt auch zum ersten Mal ganz neu auf Vinyl-Schallplatte. Außerdem noch dabei Wohnzimmerkonzerte zum Spottpreis, Gästelistenplätze beim Release-Konzert sowie Merchartikel wie T-Shirts, Beutel und Poster. Das Geld geht direkt und ohne Umwege in die Produktion, das Mixing und das Mastering des Albums. Sollte der Zielbetrag nicht zustande kommen, kriegen alle ihr Geld zurück. Über diese Seite halte ich euch für die nächsten Wochen auf dem Laufenden und gebe euch immer mal Einblicke in die Prozesse hinter den Kulissen. Danke, dass ihr dabei seid. Auf eine geile Platte. Bis dann. Euer Tom.